Willkommen zu einer weiteren Folge Diablo 3, die Totenbeschwörung mit am Start der Fander und der Rocho. Hallöchen. Hallo, hallo. So, gehen wir mal. Kommt her. Jetzt müssten wir ja Maltael aufs Maul hauen, theoretisch. Ja, ja. Der kriegt jetzt die Fresse dick. Wurde auch mal Zeit. Nein, alte Bulette lebt noch frisch. Der ist tot. Du kannst leben frisch sein bei dem. Bald wird das Blut der Dämonen aus der Schöpfung hin fortgespült werden. Ihr werdet der Letzte eurer Art sein. Für einen kurzen Moment. Na, dann komm mal her. Der Tod überkommt euch, Nephalem. Willst du quatschen oder kämpfen wir jetzt? Ich glaube, der Mischung von beiden. Ist doch wahr, ey! Siehst du, unser Bösewicht immer so angeben müssen, ey! Er versucht uns erstmal mit seinem Ego zu erschlagen, bevor er uns ergreift. Den Tod könnt ihr gegen Heimakon haben. Roh, auf jeden Fall nicht, der ist halb tot! Ja, es geht. Oh, der Nebel zieht ganz schön ab, muss ich sagen. Das wird nicht. Oh, jetzt geht's. Oh ja. Der zieht ganz schön rein, aber ich kann Counter hier. Ich kann gegenheilen. Ich gehe zwar meistens bis auf, stellenweise bis auf 750.000 runter, aber. Von 829, aber. Ich kann gegenheilen. Das Ende ist unvermeidlich. Oh, es ist gut, dass der es gerade einzieht und sagte, das Ende ist unvermeidlich. Die Geister hier, die hauen aber ordentlich was weg, ey. Wir haben mir gerade halbe HP verpasst. Echt? Ja, diese Geister, die hier im Kreis geflogen sind. Hey, der hat gleich nur noch eine Hälfte. Schön. Korrigiere, auf unserer Zeit. Hälfte. Eure Welt stirbt. Ihr könnt sie nicht retten. Wie meine Welt stirbt. Mein Höllenfeuerring hat gezündet, er steht in der Lava. Hä? Kommt jetzt. Ihr seid erfüllt von der Macht des Todes. Das wird euch nicht retten. Ja, läuft bei dem, wa? Und was soll der Zirkus jetzt gewesen sein? Weiß ich nicht. Angeben, guck mal, was ich kann. Ja, nee. Guck mal, Mami, freihändig. Das ist doch so. Es braucht noch etwas Zeit. Eure Zeit ist abgelaufen. Ich saug ihm gerade ganz schön was raus. Hey, verstehe ich nicht, wie soll meine Zeit abgelaufen sein? Der redet von sich. Der ist aber kein Nephalem. Ja, keine Ahnung. Frag ihn doch mal. Du da, Onkel, wieso soll meine Zeit abgelaufen sein? Der Tod verschlingt. Sprich zu Ende. Nee, der haut hier ab. Schwätzt deutlich, Alter. Jetzt sterb endlich, ich will meinen Loot. Dass der immer so ein dramatisch, dass diese Gegner immer so einen dramatischen Abgang hinlegen müssen, ist sowas von unnötig. Alter, drei Legendaries. Eins. Aber, was ist es? Einhand. Boah, oder vom Arsch. Boah, zwei Hand. Ich hab einen Ring, ein Amulett und ein Templer-Relikt gekriegt. Wildholz hab ich bekommen. Einhandschwert. Ring,
Rächels Ring des Diebstahls, okay. Das oh, hey, du, ja, du alte Sackfalde. Wo ist der schwarze Seelenstein? Oh, Krümelchens Halskette. Niedlich. Einverleibt. Dann wurde Diablo durch Maltails Tod entfesselt. Er ist frei. Oh. Hä? Das war's? Das war's. And it's gone. Schau, Leute, war doch etwas kurz. Wie der Totenbeschwörer sagte, das Böse stirbt nicht, es zieht sich nur zurück. Tja, aber ich denke mal, das war's erstmal. Der schwarze Seelenstein. Wo ist der schwarze Seelenstein? Malta. Ich kann den immer wieder ansprechen, geil. Ah, oh, nicht schlecht. Die Nephalem hat das Unmögliche geschafft. Sie hat den Tod besiegt, die Schuld der Engel getilgt und die Menschheit gerettet. In diesem Augenblick des Triumphes sah ich die Nephalem in einem neuen Licht. Sie ist eine Heldin, die die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Eine Totenbeschwörerin, die die Unschuldigen beschützt. Doch sie ist sterblich und wird eines Tages in Versuchung geführt werden. Wird sie widerstehen können, wenn jener Tag kommt? Oder unser Schicksal besiegeln? Herzlichen Glückwunsch. Jo. Oh, wir haben es hier schon. Wir haben Diablo 3 durchgespielt. Yay. Und das als Let's Play. Wahrscheinlich auch hätte nie gedacht, dass wir das mal als Let's Play machen. Oh, cool. Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Das ist das erste Mal, jetzt noch mit dazu bei dem gekommen Spiel den Abspann sehe. Ist so. Du kannst den Club sogar beschleunigen, ne? Wenn du da unten auf das Plus drückst. Hm. Oh jo. Ist aber heftig, wie viele da mitgemacht haben. Ja, Blizzard ist eine große Firma. Ja, das stimmt. Deswegen haben die sich auch mit Diablo 3 so lange Zeit gelassen. Hat sich aber auch gelohnt für Diablo. Ja, finde ich auch. Aha. Okay, Blizzard lässt sich bei sowas natürlich auch nicht hetzen, ne? Das stimmt. Die haben ja ihr getreues Motto, it's done when it's done. Zu Deutsch, es ist fertig, wenn es fertig ist. Mhm. Wenn die Fans fragen, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das, ist es fertig, wenn es fertig ist. Akzeptiert das! Ach, schau, warte ich, wie viel da dran gewerkelt haben, ey. Ja, auf jeden Fall. Oh Leute, das war's mit dem Let's Play. Ja. Von Diablo 3. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was? Ich war schneller als du. Alle Bits, alle Bits. Ich war schneller als wie du. Ja, die Credits müssen wir auf jeden Fall noch zeigen und würdigen. Ja. Gut, ich hab zwar bei mir auf Plus. Die liest sowieso keiner. Du hast bei dir auf Plus? Ich nicht. Ja, ich hab auf Plus. Ich auch. Hier unten. Na gut, ein bisschen schneller geht's ja. Ja. Ein bisschen? Du kannst ja nochmal drücken. Ja. Bist ja ganz schnell. So schnell noch. Ja. Du kannst aber noch lesen. Ja, aber. Ja, aber gerade so. Das ist ja das Gute an YouTube. Kannst du jederzeit
auf Pause drücken. Ja. Hey, 5 Minuten auf Kampf und 5 Minuten bis jetzt schon die Credits, ne? Alter. Ja, das ist wie bei manchen Filmen, weißt du, da hast du bestimmt eine Viertelstunde nur Abspann. Das was hier gerade bei uns läuft, das sind nur die Credits für die Erweiterung Reaper of Souls. Da oben kann man auswählen, Diablo 3 Mitwirkende, Reaper of Souls Mitwirkende, Rückkehr des Totenbeschwörers. Die haben für alle drei Sachen eigene Credits, ey. Boah. Cool. Leck mich am Arsch. Ja. Auf jeden Fall sind schon nur ein paar Leute mehr, wie soll's so. Weil irgendwie viel dafür ein Sound und alles verantwortlich worden, ne? Ja. Und dann nur die Musik? Alter, da kamen jetzt gerade die ganzen Instrumente. Wer die Instrumente gespielt hat, Harfe, Piano habe ich gesehen. Alter, boah. Schon geil, ne? Also finde ich aber auch geil, dass die wirklich die Leute auch da namentlich erwähnen, wer da auch was gespielt hat, ne? Ja, das ist Blizzard eben. Weil, wenn du mal überlegst, welches Spiel macht das noch? Keines. Kaum noch. Außer die Leute, die wissen, dass sie dran mitgearbeitet haben, weiß das kaum einer. Mhm. Aber hier steht wirklich tatsächlich jeder einzelne Name. Und das sind verdammt viel. Ja, das hat schon gemacht. Oh ja. Durchgelaufen. Jetzt ist er bei mir durch. Ja, bei mir noch nicht. Bei mir läuft er noch. Jetzt könnte ich die Credits für die anderen Spieler. Ah ne, jetzt bin ich wieder im Hauptmenü. Ja. Echt? Bei mir noch nicht. Ja. Bei mir ist er gerade bei Sound. Jetzt erst? Ja, ich hab schon auf VL Plus. Na, er hat ja erst eine ganze Weile später auf Dingens gedrückt. Ja, ja. Stimmt. Auf das Plus. Aus, oh, war cool. Aus ist trotzdem sehr, sehr viel. Ja. Jeden Fall. Aber es hat sich auch gelohnt, die Warterei. Und wenn ich mir vorstelle, wie die Reaktionen gewesen sind. Ich war ja damals, als Diablo 3 auf der Gamescom angekündigt worden ist. Da bin ich ja auf der Gamescom gewesen und hab mir da ja tatsächlich die Deutschland-Premiere des Diablo 3 Trailers reingezogen. Und die Reaktion des Publikums am Blizzard-Stand, das war wirklich absolut mega göttlich. Das habt ihr noch nie gesehen. Das war sowas von, die Menge hat das gefeiert, als hätte man gesagt, keine Ahnung, ich hab den Weltfrieden erreicht oder so. Keine Ahnung. Das war sowas von geil. So, ich bin im Hauptmenü. Oh, dann jetzt aber die Verabschiedung. Das war's mit diesem Let's Play. Genau. Und bis zu unseren nächsten Projekten. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.